Grüß Gott, Kinder. Dass der Meister Eder ein herzensguter Mann ist, das wissen wir alle. Aber diese Güte hat für ihn bisweilen einen Nachteil. Der Meister Eder kann nicht Nein sagen, wenn ihn jemand um einen Gefallen bittet. Und wenn dieser jemand noch dazu ein ehemaliger Schulfreund von ihm ist, dann sagt er eben auch mal zu etwas Ja, wovon er weiß, dass es ihm sicher Ungelegenheiten bereiten wird. Aber ich will keine langen Vorreden halten. Die Sache war so. Vor ein paar Tagen ging die Werkstatttüre auf und herein kam ein Mann in Meister Eders Alter und sagte: Herr Franz, grüß dich. Grüß Gott, Sie wünschen? Ja, mei, das ist ja der Müller-Schwasche. Ja, bist du's oder bist du's nicht? Freile bin es. Also beinahe hätte ich dich nicht gekannt. Ja, Schorsche, sowas. Ja, ja, was weht denn die da rein zu mir, hä? Wie lang haben jetzt wir uns nimmer gesehen? Ewig nimmer. Es ist allerweis gleiche. Die Besten freuen sich mir am seltensten. Drum sind sie auch die Besten. Und nachher kommen sie auch bloß, weil sie was wollen. Sag, ja. Wie geht's dir denn allerweil? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ja. Ich hab nimmer weit hin, bis ich pensioniert werde. Aha. Und deine Frau? Da ist soweit auch alles in Ordnung. Mhm. Und dein Bub? Mein Bub. Hat ja selber schon wieder einen Sohn mit 14. Stimmt. Nein, also wie die Zeit vergeht, sowas. Ja. Dabei weiß ich noch gut, wie ich den Buben auf meine Knie habe reiten lassen. So ein kleiner Stupsel war er. Der ist heute Rechtsrat bei der Stadt. Nein. Aus dem ist schon was geworden. Bloß, jetzt macht uns der Steffi rechte Sorgen. So? Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die heute aufsuche. Sag... brauchst du nicht einen Lehrbuben? Ich? Nein. Weißt, was ich arbeite, das lang für mich. Und allzu viel Arbeit nehme ich schon gar nicht mehr an. Und vor allem keine großen Sachen mehr. Das schaffe ich alles auch ohne Lehrbuben. Du sollst ihn ja nicht für lang nehmen. Ja. Nur damit der Lauser, der Faule mal sieht, was arbeiten heißt. Du, da wäre aber ein größerer Betrieb viel besser. Nein. Grob bei dir weiß man recht. Ah. Bei mir wird's einem ja zu langweilig. Das macht nix. Nachher soll's einem langweilig werden. In der Schule langweilt er sich auch. Jetzt ist das zweite Mal am Durchfallen. Also weißt, ehrlich, ein Sohn von einem Rechtsrat als Schreiner, das wird mir was. Er sagt das nicht. Schau, du sollst ihn ja nur für 4 Wochen probieren, ja. Nicht länger. Also ich glaub nicht, dass ich da der Richtige für ihn bin. Bei mir ist das nicht so einfach. Ich bin nicht so allein, wie du vielleicht denkst. Wirst du keine Freundin haben auf deinen alten Tag? Nein, das nicht. Es ist bloß, weil nämlich... Jetzt such keine langen Ausreden. Ich merke, dass dir keine einfällt. Sag ja, und du tust mir und meiner ganzen Familie den größten Gefallen, den uns überhaupt jemand da kann. Na ja, 4 Wochen. Wenn's nicht länger ist. Franz, ich hab doch gewusst, dass ich zu dir nicht umsonst komm. Na also, von mir aus, schick halt den Steffi einmal her. Dem guten Meister Eder war nicht ganz wohl bei der Zusage. Weniger deshalb, weil er nicht für kurze Zeit einen Lehrbuben hätte anlernen können, sondern weil er an den Pumuckl dachte. Habe ich da eben mit meinen Ohren gehört? Oder habe ich falsch gehört? Was hast du gehört? Du willst hier bei uns in unserer schönen, gemütlichen Werkstatt einen Steffi? Ja. Wenn ich schon Steffi höre, da ist mir eine Katze noch lieber. Okay. Die redet uns wenigstens nicht rein. Aber du hast doch gehört. Materie es ist ja bloß nicht. Für 4 Wochen. Für 4 Wochen? Ja. Für 4 Wochen können wir hier nicht miteinander reden. Für 4 Wochen lang kann ich nicht schaukeln. Ja. 4 Wochen lang kann ich hier nichts und nichts und gar nichts und nichts und. Humogel, das ist ja nicht so schlimm. Doch, das ist sehr schlimm. Wir hängen die Schaukeln auf ins Wohnzimmer und ich komme immer wieder auf zu dir. Nein, und da können wir so viel reden, als wir wollen. Nein, ich will hier sein und ja. Ich will hier deine dumme Maschine hören und will dich hier arbeiten sehen und will hier lustig sein und wütend will ich hier auch. Ja, das kannst du ja trotzdem. Und weinen will wenn der Bub da ist. Nachher heißt es doch nicht, dass du allerweit rum in der Wohnung sein musst. Du kannst genauso gut herunter sein wie sonst da.
Bloß, dass du halt unsichtbar bist. Oh, unsichtbar? Ja. Ich will aber nicht unsichtbar sein, ich will sichtbar sein. Ich hab die Koboldgesetze nicht erfunden. Ich hab sie auch nicht erfunden. Und vielleicht ich hab jetzt Großvater zugesagt, oder mein dass ich den Wurm nimm und jetzt Geschichte sage. Dann geschieht eben auch sonst noch einiges. Sei gescheit. Ich soll gescheit sein, damit hier ein dummer Bub dumm sein darf. Nein. Den erziehen wir zwar. Und du hilfst mir dabei. Ja, da kann ich aber nicht helfen, weil ich ja gar nicht weiß, wo man da ziehen muss, wenn man jemand erzieht, vorne oder hinten oder rechts. Man darf ihm halt nichts durchgehen lassen, keine Schlamperei und keine Faulheit und so. Und wie macht man das? Geh, wie macht man das? Tu doch nicht so. Brauchst nur an manche Sachen denken, die du anstellst und die ich dir auch nicht durchgehen lassen. Oh, ich hab nichts angestellt. Schließlich hab ich dich doch auch ein bisschen erzogen. Und so machen es mir zwar jetzt mit dem Burm, verstehst? Ja, so wie mit mir. Wir sperren den lieben Steffi in eine Schublade, wenn er etwas anstellt. Nein, das gerade nicht, aber... Also entweder wir erziehen ihn oder wir erziehen ihn nicht. Du ahnst ja gar nicht, was einem bei dir alles durchgeht, wenn man nicht gerade in einer Schublade sitzt. Jeder muss in einer Schublade sitzen. Na ja, weil ich meine Augen nicht überall haben kann. Aber wenn wir zu zweit auf den Burm aufpassen... Nachher wird er sich wundern. Wieso? Und das ist dann so, dass wir ihn zu zweit ununterbrochen im Auge haben. Ja, das ist ja ununterbrochen im Auge. Ja. Oh, da bin ich aber froh, dass du mich nicht zu zweit erzogen hast. Vielleicht will der Steffel, wenn ihm so gar nichts durchgeht, auch lieber wieder dahin, wo er herkommen ist. Das wäre schön. Nämlich zurück in seine Schule. Ja, das ist eine gute Idee. Also, willst du den Steffel erziehen? Ja, und wie ich dir helfe, ich werde ein ununterbrochenes Dauerauge auf ihn werfen. Ja, der soll sich wirklich wundern. Ja. Mit meinen scharfen Daueraugen werde ich den mal angucken. Ja, und dann kam der aufregende Tag, an dem der Steffi verabredungsgemäß in der Werkstatt erschien. Das heißt, nicht ganz verabredungsgemäß, denn er hätte eigentlich pünktlich um 8 Uhr antreten sollen, und es war 8:30, als er mit etwas hochmütiger Miene unter der Türe stand. Aha. Wenn mich nicht alles täuscht, nachher bist du der Steffi. Steffi, sag bloß mein Großvater. Ich heiße Stefan. Na also, Stefan, komm her. Eigentlich hättest du ja um 8 Uhr da sein sollen. Mei, Trambahn. Ich bin zuerst in die verkehrte Richtung gefahren. Naja, sowas kann einmal passieren. Morgen weißt du ja dann die richtige Richtung. Also, zuerst einmal, grüß dich gut. Und ich hoffe, dass wir zwei gut auskommen miteinander. Hast du schon mal mit Holz was bastelt? Oder vielleicht gar schon geschnitzt? Geschnitzt? In die Schulbank einmal. Aber das hat bloß einen rechten Krach gegeben. Naja, das ist ja auch nicht gerade das, was man unter dem Schnitzen versteht. Aber es ist wurscht. So, da schauen wir her. Jetzt ziehst du einmal den Arbeitskittel an. Und das braucht's nicht. Hab ich schon meinen ältesten Anzug an. Zur Arbeit wäre der Kittel dran. Schon deswegen, weil man den auskochen kann und einen Anzug nicht. Da kriegst du einen von mir. Für 4 Wochen lohnt es vielleicht nicht, dass dir der Mutter einen kauft. Ja. Der ist mir ja viel zu weit. Na, pass auf, da hast du einen Gürtel. Modischau musst du ja keine machen bei mir herin. So, oderle? Jetzt siehst du schon eher aus. Als könnte man dir mal einen Besen in die Hand geben. Einen Besen? Ich bin ja keine Putzfrau. Nein, das bist du nicht. Ich bin auch keine Putzfrau. Aber einen Besen muss man trotzdem in einer Werkstatt in die Hand nehmen. Und das möglichst so, dass man beim Zusammenkehren nicht einen Staub aufwirbelt. Sondern dass man zusammenkehrt. Schau, so. Das können Sie aber recht gut. Ja, und du wirst es jetzt dann auch gleich so gut kennen. Da, die größeren Stickel Holz tust du auf Zeiten. Die schauen wir nachher an, was man verbrennen kann und was man noch brauchen kann. Da lernst du dann gleich was dabei. So habe ich mir's vorgestellt. Und Brotzeit holen muss ich nachher. Nein, die hol ich schon selber. Vorerst jedenfalls noch. Also, du kehrst inzwischen zusammen. Aber, gell, schraub in meiner Abwesenheit nicht an einer Maschine rum und trau ohne meine Aufsicht vorerst auch keine Schalter an, gell? Die Maschinen sind gefährlich, solange man nicht damit umgehen kann. Mei, ich bin schon mit so vielen Maschinen umgegangen. Ein Moped ist viel gefährlicher als das Zeug da. Du, Stefan, jetzt will ich dir gleich und ein für alle Mal was sagen. Solange du da bei mir bist, wird ohne Widerrede das getan, was ich sage. Extra Würst gibt's nicht.
Und auch wenn ich dir einen Rücken kehre, wird nichts anderes getan. Als das, was ich dir angeschafft habe. Und dabei mache ich dich gleich auf was aufmerksam. Das kannst du glauben oder nicht. Ich sehe alles. Ach. Jedes Tierl, das du in meiner Abwesenheit und in meine Erlaubnis aufmachst, weiß ich. Ja, sogar jeden falschen Handgriff. Nachher müssen sie eine Fernsehanlage einbaut haben. Ja, sowas Ähnliches. Jedenfalls rate ich dir, probier's lieber gar nicht. So, und jetzt muss ich schnell weggehen. Ich bin in einer Viertelstunde wieder da und du kehrst jetzt da schön zusammen, gell? Ich geh jetzt. Ja, ja, schon gut. Der Meister Eder ist also weggegangen und der Steffi, oh Verzeihung, der Stefan, ist mit dem Besen in der Hand dagestanden und hat zunächst nichts getan als eine Grimasse geschnitten. Und das gefiel dem Pumuckl, der auf einem Bretterstapel hockte, schon gar nicht. Und was weiter geschah, gefiel ihm noch viel weniger. Der kleine Kobold hatte richtig Mühe, alles im Gedächtnis zu behalten, was sein Dauerauge sah. Als er nach ungefähr einer halben Stunde Meister Eders Schritte im Hof hörte, hüpfte er schnell in die Küche, um dort Bericht erstatten zu können. Herr Eder kam also, warf einen kurzen Blick auf den zusammengekehrten Boden der Werkstatt und sagte zum Stefan. Na, bist du recht gekommen, Stefan? Freilich, war ja keine Kunst. Ist das bisserl Säge mal da in dem Kübel alles? Ja, ich hab schon einen Kübel für den Tonnen austragen. Drum? Das hätte mich gewundert, wenn das alles gewesen wäre. Ich trage jetzt so schnell das Zeug dann auf in meine Wohnung. Nachher schauen wir uns das Holz an, gell? Tu einmal von den Holzresteln die zusammen, von denen du glaubst, dass das gleiche Holz sind. Mal sehen, ob du einen Unterschied rausfindest. Ja, ja. Und damit ging Meister Eder nach oben. Dort erwartete ihn der Pumuckl mit allen Anzeichen hellster Empörung. Gut, dass du endlich da bist. Ja, warum? Was ist denn? Oh, dieser Stefan, das ist ein, also ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Also zuerst ist er hinter dir hergelaufen und da hat er so ein Gesicht gemacht. Gesicht? Also ich kann das Gesicht gar nicht machen. Nicht mal, wenn ich ganz lange übe, also ungefähr so, da kann man gar nicht mehr sprechen. So ein Gesicht. Das ist ja schrecklich. Ja, das ist wirklich schrecklich. Aber weißt du, das habe ich direkt noch im Nausgehen gespürt. Dass der jetzt eine Grimasse schneidet. Ja, eine Grimasse. Aber das legt sich schon. Alleweil kann er doch nicht so ein Gesicht machen. Ja, aber was er dann getan hat. Dann? Ja, was denn? Also zuerst, da hat er einfach gar nichts getan. Gar nichts? Gar nichts. Nein, da ist er in den Hof hinausgegangen und hat eine Zigarette geraucht. Was? Eine Zigarette. Der Lauser, die schlägt sich auf Gesundheit. Und dann ist er hereingekommen und dann hat er überall hineingeschaut. Na. Ja, auch in das Schränkchen, wo du die Flasche hast. Und da hat er dran gerochen. Na. Ja, da hat sie aufgemacht und hat dran gerochen. Nur gerochen? Oder hat er auch getrunken? Nein, getrunken hat er nicht. Aber, nur, weil ich ein Brett umgeworfen habe. Und da ist er dann so erschrocken, dass ihm fast die Flasche aus der Hand gefallen wäre. Da hat er sich schnell wieder reingestellt. Das ist ja ein richtiges Verrichter. Ja, ganz schlimm. Aber zusammengekehrt hat er nachher doch, den wir jetzt da gesehen haben, war soweit ganz sauber. So, das glaubst du. Dann schau doch mal bitte unter den Bretterstapel. Wo? Ja, da, schwupps, alles. Alles hinuntergekehrt. Ja. Drum war so wenig in den Abfallkübel. Also, weißt du, ich glaube es ja selbst immer nicht so ganz, wenn ich sage, dass ich ein oberbraver Pumuckl bin. Aha. Aber jetzt glaube ich es. das ist böser, als 5 Pumuckls miteinander sein könnten. Ja, viel hoffentlich böser. Verdirbt die der Stefan nicht. Also, das geht mir gerade noch ab. Du bist gar nicht so empört, wie du empört wärst, wenn ich das getan hätte. Nein, weil wir zwar jetzt mit dem Erziehen anfangen. Jetzt freue ich mich nämlich auf sein Gesicht. Ja. Komm mit, Pumuckl. Ja. Das wird jetzt ein Spaß. Ja. Geh mal runter, komm. Ja. Stefan, hast du jetzt einen Unterschied gefunden zwischen den verschiedenen Holzsorten? Nein, für mich sieht eins bis andere aus. Naja, das werden wir schon kriegen. Zuerst aber habe ich noch eine andere Beschäftigung für dich. Und zwar kehrst jetzt den ganzen Dreck, den du bloß unter dem Bretterstapel gefickt hast, sauber drunter wieder vor. Aber ich hab doch... Ein Kübel voll in Taschentonnen drang. Nein, mein Lieber. In den Hof bist du bloß rausgegangen, um Zigaretten zu rauchen. Sie haben geschaut. Was hab ich? Hinterrucks irgendwo rausgeschaut. Nein.
Ich hab dir doch gesagt, dass ich einen sechsten Sinn hab und alles sehe, auch wenn ich weit weg bin. Ja, sie reden ja mit mir, wie wenn ich ein kleiner Bub war. Ja, das bist du. Drum sag ich ab jetzt auch wieder Steffi zu dir. Stefan heißt du für mich erst, wenn ich dich und deine Arbeit einmal ernst nehmen kann. Ich hab aber nicht geschnüffelt. So? Nicht. Und wer hat nachher an meinen Aprikosenschnaps gerochen? Hm? Aprikosen? Na ja, oder war es ein Zwetschgenschnaps? Ich weiß nicht. Aber ich weiß. Du hast die Schrankerl da aufgemacht und hast die Flaschen aufgemacht und dran gerochen. Und nur weil ein Bredel umgefallen ist und du so erschrocken bist, hast du nicht getrunken. Dem Bredel ist aber gar nichts passiert. Um das geht's ja auch gar nicht. Sag einmal, war alles so, wie ich gesagt hab oder nicht? Ich geb zu, dass das Brettl umgefallen ist. Na gut, nachher nicht. Aber du brauchst dich über alles Weitere nicht wundern. Und jetzt gibst mir dein Packel Zigaretten her. Die deponiere ich oben in meiner Wohnung. Da. So, ich komm gleich wieder runter. Freilich hat er das bloß daran. Das gibt's ja doch nicht. Aber wart nur. Das will ich da sehen, ob der alles da hat. Jetzt rieche ich nicht nur an dem Schnaps, sondern jetzt trinke ich einen Schluck und gieße ihm dafür ein Wasser drauf. Gedacht, getan. Zwar brannte dem Steffi der Schnaps wie Feuer im Rachen und im Magen und das Wasser lief ihm aus den Augen, aber er schaffte es. Er stellte die Flasche ganz genau an die Stelle, wo sie immer stand, nur war der Inhalt jetzt mit etwas Wasser verdünnt. Er war sehr zufrieden mit der Leistung und wartete etwas trotzig und schon ein bisschen schadenfroh auf den Meister Eder. Wie konnte er auch ahnen, dass der Pumuckl sozusagen Fernsehauge spielte? Und jetzt glaubt er ganz sicher, dass du überhaupt nichts merkst. Meinst? Aber das würdest du sogar merken, wenn ich es nicht gesehen hätte. Aha. Ganz glitzernasse Augen hat er von dem Schnaps gekriegt. Nein. Ja, ganz glitzernasse. So? Schnaps ist sicherlich scheußlich zu trinken. Der Sauber. Aber das gewinnen wir ihm ab. Wer hat da gelacht? So, ist der Trick jetzt unter dem Bretterstapel rausgehört? Noch nicht ganz, aber ich hab's gleich. Mhm. Wenn wir natürlich zwischendurch einen Schnaps trinken, nachher kann man ja nicht mit der Arbeit fertig sein. Aber ich... Was hast du denn? Ich hab... Und einen Sprachfehler hast du jetzt auch noch gekriegt, armer Bub. Ja, wenn ich aber keinen Schnaps getrunken hab. Steffi? Ich hab dir gesagt, dass ich alles weiß. Warum glaubst du mir's denn nicht? Hm? Du hast einen Schnaps getrunken und wieder ein Wasser draufgeschüttet. Und dann hast du das Flaschel wieder genau an die Stelle hingetan, wo es gestanden ist, und wieder genauso zugesperrt. Und dabei ist dir von dem scharfen Zeugs Wasser in die Augen gerunnen. Hm? Na was? Das können sie mir alles nicht beweisen. Mei, Buh. Leicht könnt es dir beweisen, von deinen Fingerabdruck angefangen bis zum Schlüssel vom Kasterl. Du bist ja nichts weiter als wie ein Feig, dass du es zugibst. Ah, vielleicht ist das für mich. Das Telefon ist auf keinen Fall für dich. Hier, Eder. Hier ist der Schmidt. Franz, grüß dich gut. Ah, grüß dich. Franz, kannst du mal zu mir rüberkommen? Warum? Ja, ich hab ein Schloss reparieren müssen. So? Und da habe ich die Tür beschädigt. Ah. Ist mir eigentlich noch nie passiert. Hm. Kannst du mir das da ein bisschen zusammenrichten? Ja. Natürlich, auf meine Kosten. Ja, ich schau mir's gleich an. Ah? Also, Servus dabei. Vierte, danke schön, Franz, gell? Vierte. Jetzt muss ich noch einmal weg. Steffi, du sortierst die Bretter der Gräse noch da, gell? Und nachher sortierst die Beschläge da alle. Und für die Beschläge, da suchst du passende Schreiberln raus. Und sonst wird nichts anders da. Verstanden? Ist schon gut. Diesmal schau ich aber, ob er auch wirklich hinausgeht. Ja, zum Hof ist er hinaus. Das ist doch ein Schmarrn, dass der alles weiß, wenn er weiß Gott wo ist. Guter Detektiv ist er ja. Aber mein Lieber, ich bin auch nicht blöd. Und wenn der meint, dass ich daher nie telefoniere, dann hat er sich täuscht. Jetzt erst recht rufe ich einen Rudi an, bei seinem Vater im Geschäft. So, na warte mal. Firma Hochberger? Ja, hier Stefan Müller. Kann ich bitte in den Rudi sprechen?
Moment bitte. Ja, Herr Rudi. Ich bin's, der Steffi. Mein Meister ist gerade weggegangen. Ja, mei, der Steffi. Ja, Mensch, wie geht's dir denn da drin in dem Saftladen? Ja, blöd. Dreck zusammenkehren und Zeug sortieren darf ich. Hm, das ist am Anfang allerweil so. Das legt sich schon wieder. Und wie ist der Meister? Ha, mei, der spinnt was zusammen. Der meint, ich bin ein kleiner Bub und will mir weismachen, dass er alles sieht, was ich tue, auch wenn er nicht da ist. Das hat meine Mama auch immer zu mir gesagt, wie ich 3 Jahre alt war. Aber schon damals hat es eine Menge nicht gewusst. Weißt, im Taraden ist er ja ganz gut. Dass ich den Dreck unter die Brettern untergekehrt hab und dass ich an seinen Schnaps hingekommen bin, das hat er gleich gespannt. Mei, du wirst aber auch schon so ein Depp sein, das spannt doch jeder. Aber dass ich telefoniere, das spannt er nicht. Und wenn er die Gespräche notiert? Das kann er erst bei der Abrechnung merken. Und dann hat er sich eben verzählt. Abgesehen davon, dass ich bis dahin schon gar nicht mehr da bin. Hm, das weißt du doch nicht gewiss. Okay, bei dem alten verkeugten Tatterer werde ich noch länger bleiben. Der soll doch jemand anderen anspinnen. Ja, Herrschaftszeiten, es liegen die ganzen Nägel am Boden. So was Saudums. Ja, bist du hingekommen? Ach, wo? Die stehen ja 2 Meter weit weg von mir. Geh, das gibt's ja gar nicht. Du, die sind ganz von allein. Geh, jetzt hör aber auf. Nein, ich weiß gar nicht, wie das möglich war. Aber wer's sehen. Das wird der allwissende Eder nicht wissen, dass ich da nichts dafür kann. Du, ich glaube, es ist gescheiter, wir hängen ein und du räumst schnell auf, sonst kriegst du am Ende noch einen Krach. Ob der Grantler mir einen Krach macht oder nicht, das ist mir da wurscht. Jetzt wäre ich narrisch. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt ist mir die Kisten mit den ganzen Beschlägen, die ich hätte einordnen sollen, runtergefallen. Räumt zuerst auf, Steffi. Ich rufe dich nachher nochmal an. Servus. Servus. Der Steffi hat sicherheitshalber einen Blick in den Hof geworfen, ob der Herr Eder in der Nähe ist, und dann hat er fieberhaft angefangen aufzuräumen. Richtig in Schwitzen ist er gekommen. Aber Meister Eder kam schneller zurück, als er dachte. Und der Pumuckl flüsterte ihm schnell ins Ohr. Er hat mit seinem Freund Rudi telefoniert und gesagt, dass du ein alter Datterer bist. Oh, ja, ja, hat er gesagt, und ein Grantler. Was? Und da habe ich dann gleich 2 Kisten vor Zorn hinuntergeworfen, wo du doch nie gedattert hast, oder? Ja, nachher werde ich unserem Freund Stefan jetzt gleich was vordattern. Was meinst? Ja, wie sieht es denn da herin aus? Da liegt ja mehr auf dem Boden als wir auf dem Tisch. Sie werden jetzt bestimmt glauben, dass ich das alles runtergeschmissen habe. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Und wenn ich sage, dass das von allein runtergefallen ist? Nachher glaube ich dir das. Ja, aber wer soll es denn außer mir runtergeschmissen haben? War ja sonst niemand da. Das kann ich dir genau sagen, warum das runtergefallen ist. Ja, und warum nachher? Weil du telefoniert hast. Weil ich was? Das hat ja mit den Kisten nichts zu tun. Du hast doch mit deinem Freund Rudi telefoniert, oder? Na, deswegen brauchst du jetzt nicht gar so kasi werden im Gesicht. Herr Eder, ich... Was hast du? Mir ist nicht gut. So? Warum denn? Hast Hunger? Und wir machen nachher schon Brotzeit. Nein, ich hab keinen Hunger. Der alte Tatterer und der Grantler hat eine Wurstzähme für dich. Ja, aber woher wissen Sie denn das alles? Du gibst es also zu, dass du telefoniert hast. Ja, wenn Sie da alles wissen. Gibst du es zu oder nicht? Ja, gib's zu. Und das mit dem Schnaps auch? Ja. Und dass du im Hof Zigaretten geraucht hast und dass du den Dreck unter die Bretter gefegt hast, hm? Ja. Aber das ist doch schrecklich, wenn sie immer alles wissen. Jetzt frage ich dich, ist denn das so schön für dich, wenn ich was nicht weiß? Macht's denn gar so einen Spaß, hinterm Rücken was anderes da, als so ist? Hm? Aber gar nichts da können ist ja auch greislich. Da fürchte ich mich ja. Das Fürchten kannst du dir sparen, wenn du ehrlich und aufrichtig bist. Und noch eins, ich glaub, dass du in der Schule nie durchgefallen warst, wenn du nicht auch allebei was anderes getan hättest, als sollen hättest. Aber hinter so einem wie die, da müssen wir ganze Horden von unsichtbaren Geistern sitzen, damit man dir auf die Springe hilft. Merkt ihr?
Ich habe so einen unsichtbaren Geist. Na, das glaube ich noch nicht. Ja, was nachher? Ja, schon eher, dass sie vielleicht irgendwelche Draht- oder Antennen oder Kameras oder sowas haben. Gut, na glaubst lieber an ganz geheimnisvolle Drähte. Und zwar liegen die kreuz und quer im ganzen Haus. Ja. Ja, und können sie mit denen Drähten Bretteln umfallen lassen und Kisten? Freilich, wie es mir gerade einfällt. So, und jetzt geh hinauf und richte unsere Brotzeit her. Und du kommst nachher in einer Viertelstunde nach, gell? Aber erst, wenn du alles aufgeräumt hast. Ja, Herr Eder. Der Meister Eder ist also in die Wohnung hinaufgegangen und der Pumuckl ist nach ungefähr 5 Minuten nachgekommen. Und er hat sich seinen kleinen Bauch gehalten vor Lachen. Na, was hast du? Zuerst hat er Drähte gesucht und mitten im Suchen hat er sich nicht mehr suchen getraut und dann hat er wirklich in der Nase. Ja. Aber dann hat er doch ganz schnell sein Taschentuch genommen. Ja, und dann? Und dann wollte er sich zum Sortieren hinsetzen. Und dann hat er sich plötzlich hingestellt und laut gesagt: Was hat er denn gesagt? Hat er gesagt: Herr Eder, wenn Sie schon alles sehen und hören, dann sagen Sie bitte schön, das vom Rauchen und das vom Schnaps nicht meinem Vater. Mei, jetzt tut mir der Bub fast leid. Wenn er jetzt nachher heimlich tun aufhört, da sag ich natürlich nichts zu seinem Vater. Ja, und sagst du ihm, dass du das gehört hast? Na, Pumuckl, schau, sonst schnappt mir der Steffi noch über. Und das wollen wir doch auch nicht, oder? Nein, das wollen wir nicht. Ich glaub, jetzt können wir uns dein Dauerauge ja zeitlang ersparen. Unsere Erziehung hat, glaub ich, hingehaut. Ja. Erziehen ist eigentlich eine ganz leichte Sache, findest du nicht? Ja, wenn man einen Pumuckl hat. Nachher schon. Ja, wenn man einen Pumuckl hat, ja, das ist wahr. Tja, für den Fall, dass jetzt eure Eltern seufzen, schade, dass wir keinen Pumuckl haben, kann ich nur sagen, Vorsicht, es hätte auch so seine Nachteile. Denn es kann ja auch vorkommen, dass gerade in dem Augenblick, wo Kindern ausnahmsweise keine Dummheit einfällt, ausgerechnet der Pumuckl eine macht. Stimmt's? Und im Übrigen werdet ihr das nächste Mal erfahren, wie unsere Geschichte weitergeht. Auf Wiederhören!